Hallo, mein Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Schwangerschaftsupdate von mir. Die letzten 2 Wochen ist einfach so viel passiert, dass ich mir dachte, ich muss ein Schwangerschaftsupdate machen. Eigentlich ist es ja immer so, dass ich ein Schwangerschaftsupdate mache, wenn ich meinen nächsten Frauenarzttermin hatte, das heißt ungefähr alle 4 Wochen. Aber da jetzt so viel passiert ist, wollte ich euch ganz, ganz schnell auf den Laufenden halten und euch berichten, wie es mir gerade so geht. Ja, der nächste Frauenarzttermin ist in einer Woche und das ist dann auch das nächste große Organscreening. Also ein sehr, sehr großer Ultraschall, wo wirklich jedes Organ ganz genau angeschaut wird. Und da werde ich euch natürlich auch noch berichten. Und dieses Update geht von der 20. bis eben jetzt aktuell heute der 22. Woche. Ja, fangen wir an mit meinen Symptomen, die einfach dazugekommen sind. Und zwar ist es tatsächlich so, dass die letzten 2 Wochen so viel passiert ist und so viel dazugekommen ist. Und ich habe mir mal so die letzten oder die Schwangerschaftsupdates von meiner ersten Tochter angeschaut und bin echt fast aus einem Wolken gefallen, weil ich so gejammert habe, dass ich jetzt um diese Zeit, 22. Woche, schon gesagt habe, ich möchte bitte, dass die Schwangerschaft zu Ende ist und sowas. Und dabei geht es mir gerade wirklich noch sehr gut. Klar habe ich ein, zwei Symptome, wo man denkt, oh, das kennt man ja. Aber es ist wirklich total angenehm, gerade schwanger zu sein. Und noch kann ich mich nicht beklagen. Was neu dazugekommen ist, ist ganz klar Sodbrennen. Ich hätte das echt nicht gedacht, dass es so früh kommt. 22. Woche und ich habe regelmäßig Sodbrennen. Da nehme ich Renny, das habe ich damals bei meiner Tochter auch schon gekaut, sind Kautabletten geschluckt und bin da wirklich sehr überzeugt und schmeckt erstens mega gut und hilft auch wirklich direkt. Also sobald man die runtergeschluckt hat, ist Sodbrennen vorbei. Bei meiner Tochter hatte ich damals das Sodbrennen eher so abends zum Einschlafen und jetzt habe ich tatsächlich mehr über den Tag verteilt. Also wirklich so mittags, es liegt auch nicht am Essen oder so, also nicht vor dem Essen oder nach dem Essen oder so, sondern es ist einfach so, es kommt einfach mal und dann geht es auch einfach direkt wieder. Beziehungsweise, ja, es ist halt sehr unterschiedlich. Also es gibt da keinen genauen Zeitpunkt, wann das immer ist, sondern ich habe es einfach. Ja, Sodbrennen ist natürlich sehr unangenehm, brennt hier in der Speiseröhre vor allem auch, aber man kann sich da ja ganz gut helfen. Beim letzten Mal habe ich ja schon erwähnt, dass ich nicht mehr so viel essen kann. Also man merkt einfach, dass das Baby langsam die ganzen Organe so nach oben drückt und der Magen halt einfach nicht mehr so viel Platz hat. Und das ist auch immer noch so und es wird auch immer mehr. Aber das kenne ich ja nicht anders und es ist auch gar nicht schlimm, wenn man da jetzt mal eine halbe Stunde beim Mittagessen mal eine Pause macht und dann die zweite Hälfte eben eine halbe Stunde isst. Also ja, gar kein Problem. Ja, was kann ich sonst noch sagen? Auch beim Baby ist total viel passiert, denn man sieht die Tritte von dem Baby jetzt wirklich deutlich von außen. Also der ganze Bauch wackelt und seit 3 Tagen habe ich sogar das Gefühl, das Baby ist irgendwie viel stärker geworden und viel kräftiger, weil es einfach viel stärker tritt. Und ich habe ja eine Vorderwandplazenta und man merkt jetzt richtig, dass das Baby da richtig durchboxt. Und man sieht es auch jetzt von außen. Vorher hat man immer nur rechts und links von außen gesehen, so an der Plazenta vorbei. Aber jetzt boxt es richtig in der Mitte und am Bauchnabel und oben sogar schon. Also ich merke es sogar auch schon unter den Rippen. Auch da wird mal schön ordentlich reingeboxt. Also das Baby ist mega aktiv. Was bei dem Baby jetzt ist, zum Vergleich zu meiner ersten Schwangerschaft, dass es keine genauen Uhrzeiten hat. Also meine Tochter damals zum Beispiel, die wurde immer abends um 22 Uhr hellwach und hat richtig geboxt und Theater gemacht. Und jetzt ist es eigentlich so, dass das Baby abends schläft. Es wird abends, wenn man mal so auf der Couch liegt, so um 8 oder 9, dann wird es einmal kurz wach, sagt einmal Hallo und dann schläft es wieder und das dann auch die ganze Nacht durch bis morgens. Also in der Nacht werde ich dann noch nicht geweckt von den Tritten. Das kommt eventuell noch, das hatte ich ja bei meiner Tochter auch. Aber wie gesagt, da gibt es auch jetzt noch keine genauen Uhrzeiten, wann das Baby wach wird. Aber wenn es wach wird, dann ist es wirklich sehr, sehr stark. Und ich finde, es ist auch sehr, sehr lange schon wach.
Also man kann ja das schon richtig genießen, weil das Baby eben wirklich schon so 5 bis 10 Minuten am Stück richtig tritt und ja sich bewegt und turnt und gefühlt den ganzen Bauch umräumt. Also es ist wirklich krass seit 3 Tagen. Da mir die letzten 3 Tage und auch schon ein paar Tage davor auch richtig ja, also mir ging es richtig schlecht. Einfach, ich war sehr kaputt, ich war sehr müde, ich war irgendwie so angeschlagen und ich denke, das liegt einfach an einem Wachstumsschub, was er jetzt auch heißen könnte, dass das Baby einfach viel größer ist und viel stärker ist zum Boxen, was ich ja jetzt, wie gesagt, merke. Die Kindsbewegungen sind wunderschön, also bis jetzt kann ich mich da noch nicht beklagen. Natürlich kommt mal ein Fuß oder was auch immer es ist, ich weiß es nicht, in die Blase und das, ja, das ist so ein komisches Gefühl, das zieht man ein bisschen, aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage, boah, aua, sondern es ist halt einfach ein bisschen unangenehm, aber das ist halt immer nur so eine Sekunde. Und ja, also ich kann mich noch bei den Tritten überhaupt nicht beklagen, das tut nicht weh, alles in Ordnung. Ich genieße es einfach richtig. Ja, und das heißt natürlich auch, das Baby wächst, der Bauch wächst. Das ist mir nämlich auch jetzt aufgefallen, dass der Bauch nochmal einen richtigen Schub gemacht hat. Und ja, total krass. Also ich habe immer, also am Anfang dieser Schwangerschaft hatte ich schon einen sehr, sehr großen Bauch, fand ich. Dann ist er wieder ein Stückchen, ja, ist konstant geblieben. Und jetzt hat der Bauch nochmal einen richtig schönen Schub gemacht, aber auch nicht zu doll. Und wenn man sich die Fotos von meiner ersten Schwangerschaft anschaut, ist es auch 1:1 der gleiche Bauch. Also total verrückt, aber der ist einfach genau gleich groß und sieht genau gleich aus. Wir haben auch noch keine Dehnungsstreifen, also ich habe noch keine Dehnungsstreifen bekommen und mein Bauchnabel ist auch, ja, das kommt immer darauf an. Mal ist er so ein bisschen draußen schon, aber die meiste Zeit ist er noch drinnen und hat sich noch nicht nach außen gewölbt. Da aber auch keine Angst für alle, die ja dann noch, denen das noch bevorsteht oder die das vielleicht schon haben, dass der Bauchnabel nach außen gestülpt ist. Der geht genauso schnell wieder zurück. Und sieht dann wieder aus wie vorher. Mir ist die letzten Tage auch noch aufgefallen, dass meine Hüfte etwas breiter geworden ist. Und so habe ich das gesehen, als ich ein Kleid anhatte, dass meine Hüfte einfach ein bisschen breiter geworden ist. Das hatte ich damals bei meiner ersten Schwangerschaft auch. So um die Zeit rum, 25. Woche, dass die Hüfte so ein bisschen breiter wird, damit das Baby mehr Platz hat. Das ja, heißt natürlich, dass man hat so ein bisschen mehr Rückenschmerzen und so ein bisschen Hüftschmerzen, weil das alles so ein bisschen locker ist und die Muskeln sich so ein bisschen lockern. Einfach damit das alles schon für die Geburt ein bisschen geweitet wird, sozusagen. Das geht auch wieder zurück. Also das wird wieder fest und schmal. Aber jetzt merkt man oder sieht man richtig, dass meine Hüfte schon ein ganz schönes Stück ja, breiter geworden ist. Und wie gesagt, ich habe sehr, sehr oft unten. So kurz überm Steiß sehr, sehr starke Rückenschmerzen. Und was ich auch habe, ist Ischiasschmerz. Ganz stark wieder habe ich mit dem Ischias zu kämpfen. Und zwar immer, wenn ich mich so nach rechts drehe mit dem Oberkörper, kommt es und dann habe ich so einen, ja, so einen Krampf und das geht dann ein paar Tage nicht mehr weg. Also es ist echt mega nervig, weil man halt sich immer sehr oft dreht beim Putzen oder sowas. Oder beim Einkaufen heute hatte ich das schon wieder und deswegen habe ich jetzt immer ja so ein kleines Ziehen im Ischias. Nicht so angenehm, aber das hatte ich bei meiner ersten Tochter auch gar nicht. Also das ist total crazy. Aber ja, der Körper ist natürlich jetzt auch ausgelastet mit der zweiten Schwangerschaft. Ja, ich bin gespannt, wie groß das Baby ist. Meine App sagt ungefähr 25 cm und circa 500 Gramm. Also vom Baby merkt man langsam schon was. Also ich merke langsam, dass da eben so ein halber Kilo in meinem Bauch ist und der halt so ein bisschen nach unten drückt. Das ist jetzt noch nicht doll, aber man merkt es einfach, wenn man seinen Körper kennt, dann merkt man einfach, da ist irgendwas, was nach unten drückt. Sonst, wie gesagt, geht es mir diese Schwangerschaft wirklich richtig, richtig gut. Und ich habe auch irgendwie so gar nicht die Zeit dazu, mich über irgendwas zu beschweren. Also ich genieße es einfach und ja, neben dem Alltag mit einem Kleinkind und dem Haushalt und seiner Selbstständigkeit ist es auch gar nicht so einfach, darauf alles zu achten, weil meine Tochter hat sich da einfach viel, viel mehr Zeit für. Ja, dennoch gibt es natürlich einfach ein paar Momente, wo man merkt, okay, Maggie, stopp, du bist schwanger. Ich möchte mir das immer gar nicht so eingestehen, leider, aber
Gestern zum Beispiel haben wir viel im neuen Babyzimmer gemacht. Also wir haben ja den Müll rausgeräumt, da war noch so ein bisschen Bauschutt und sowas drinne. Und Felix hat auch schon angefangen, die Wände fertig zu machen. Und da hat man dann irgendwann schon gemerkt, ja, Maggie, du bist schwanger, man merkt es jetzt, weil der Körper wirklich dann einfach Stopp sagt. Also ich habe dann so mit meinem Kreislauf zu kämpfen und so Rückenschmerzen und mir geht es einfach richtig schlecht, als hätte ich so eine ganz starke Grippe. Also mein Körper sagt einfach, ey, jetzt reicht es. Und das reicht auch manchmal schon, wenn ich einfach nur einen Korb Wäsche zusammenlege oder in den Schrank räume. Also es ist wirklich krass, wie der Körper jetzt darauf reagiert und sagt, hier, bis hierhin und nicht weiter oder du fällst gleich aus den Latschen. Ich merke dann auch richtig, wie mein Puls richtig hochgeht und mein Herz rast. Und ich lege mich dann meistens hier kurz ins Bett, so 5 Minuten, und dann ist wieder alles in Ordnung. Dann geht es mir wieder richtig gut. Aber der Körper braucht dann eben so eine ganz kleine Pause und das sagt er mir auch ganz, ganz deutlich. Nur, ich merke halt die Schwangerschaft sonst kaum, außer an den Tritten des Kindes. Und dann in den Momenten denkt man dann, stimmt, ich bin ja schwanger. Und dann, ja, muss man sich halt eben mal eine Pause gönnen. Kann ich leider nicht so gut, weil ich total der Arbeitsmensch bin. Und ja, aber muss man da leider durch. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was der nächste Ultraschall sagt und wie es dem Baby geht. Ich wollte noch kurz auf das Thema Schlafen eingehen, denn das hat sich auch seit ein paar Tagen verändert. Und zwar schlafe ich seit ungefähr 2 Wochen total schlecht und fast gar nicht mehr. Ich dachte irgendwie, das liegt irgendwie am Wetter, weil das ja jetzt auch wieder so ganz viel Umschwung schwingt mit Schnee und Hagel und dann wieder 25 Grad und wieder Schnee. Aber dann habe ich eine Nacht mit meinem Stillkissen geschlafen, nicht diesem hier. Das gehört nämlich meinem Freund, das hat der für sich geordert. Sondern ich habe da oben so ein ganz kleines, das ist so ein Halbmond. Den habe ich schon bei meiner Tochter gehabt. Und das ist so ganz klein und richtig, richtig weich. Also es ist nicht so fest wie dieses hier, wie so ein normales Stillkissen, sondern das ist sehr, sehr weich. Und es ist so genial. Ich habe mir das zwischen die Beine gelegt. Also ein Teil des Mondes, ich schlafe immer auf der linken oder auf der rechten Seite. Ein Teil des Mondes unter dem Bauch und den Rest unter meine Beine. Und das ist so angenehm. Und ich schlafe so gut die letzten 3 Tage. Es ist Wahnsinn, was einfach so ein Stillkissen ausmacht. Und ja, da merkt man jetzt wieder, okay, der Körper braucht irgendwie was zur Entlastung. Und ja, man ist halt eben schwanger. Das ist total verrückt. Aber solche kleinen Sachen sind wirklich Gold wert. Ja, Thema Wetter. Jetzt wird es auch wieder richtig dunkel hier. Ich hoffe, das geht trotzdem noch mit dem Licht. Wir sind auch schon fast fertig. Also, ja, ich bin auch schon fertig. Das war alles, was ich euch erzählen wollte von den letzten 2 Wochen. Also, es ist wirklich viel passiert und ich finde, jetzt ist man so an einem Zeitpunkt, wo halt der Körper wirklich belastet wird mit der Schwangerschaft. Also, am Anfang hat man halt mit der Übelkeit zu kämpfen, aber der Körper merkt noch nicht so richtig, dass da halt ein Baby wächst und das Gewicht von dem Kind kommt jetzt halt dazu und das ist einfach eine extreme Belastung für den Körper. Ja, und jetzt ist halt eben die Zeit, wo es wirklich schwieriger wird mit dem Schwangersein und ich denke, dass es auch gar nicht mehr so leicht wird, das alles, was ich an einem Tag mache, wirklich jetzt unter einen Hut zu bekommen, weil ich immer mehr Pausen brauche und immer mehr Zeit für mich kurz auf dem Sofa oder sowas. Ja, und ich hoffe, ich schaffe das trotzdem alles noch mit meiner kleinen Maus und dem Haushalt und meinem Job und sowas. Genau. Ich hoffe einfach, euch hat dieses Video gefallen. Hoffentlich seid ihr nächste Woche dabei. Dann gibt es nämlich das Update zum großen Organscreening. Und ich bin so gespannt, wie das Baby sich entwickelt hat. Ich denke, ich werde mal wieder ein bisschen vloggen an dem Tag. Ich habe da irgendwie schon Lust drauf. Und dann, ja, nicht mehr lange schnacken. Ich wünsche euch einen ganz, ganz wundervollen Tag. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüssi!